Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Pistenhaus. Und ja, heute bin ich wieder mal alleine, weil die Rose nicht da ist. Und ja, sonst die Aufnahmen immer nur Samstags sind mit Mythos und Yama, wann die mal wieder kommen. Und heute will ich mal wieder so ein bisschen das ganze Zeugs erledigen, was ich denn sonst noch so alles erledigen müsste. Das heißt, wieder so ein bisschen Fichtenholz für... Brauchen wir? Ach, ich nehme es einfach mal mit. Wer weiß, für was wir das alles noch gebrauchen können. Wenn wir natürlich wieder weiter an unserer wunderschönen Sortiermaschine arbeiten. Aber das machen wir natürlich noch alles in der Episode. Wir haben ja Zeit bis zum Abwinken. Ich habe mir jetzt nochmal eine Frage fürs FAQ rausgesucht. Und dabei habe ich so eine coole Funktion gefunden, die uns bei so FAQ-Fragen relativ gut helfen könnte. Und zwar kann ich alle Kommentare unter allen Videos mit Hilfe von zum Beispiel Hashtags eben nachgucken und generell fragen. Deswegen schreibt, wenn ihr eine Frage fürs, also so generell so FAQ und so, wenn ihr eine Frage für ein FAQ habt oder halt eben so eine generelle Frage, dann schreibt entweder FAQ Doppelpunkt oder ich weiß gar nicht, ob Hashtag FAQ zählt. Warte, ich guck mal eben. Hashtag FAQ zählt auch. Also es muss auf jeden Fall das die drei Buchstaben FAQ drinne sein. Und dann kann ich nämlich die Fragen immer nochmal vor einer Pistenhaus-Episode raussuchen. Auch wenn das von älteren Episoden sind. Das heißt, es ist egal, wo ihr das postet. Es zählt nämlich immer nur der früheste quasi. Der früheste wird ganz oben angezeigt und der späteste ganz unten. Weshalb es quasi egal ist, wo ihr das postet. So, heute habe ich mal so eine ganz easy Frage, und zwar ist die Frage von der Flo. Oh. Was machst du immer zwischen den Folgen? Räumst du dein Inventar auf, farmst du oder levelst du? Also, wir dürfen, also so ist ja die Regel, wir dürfen nicht offscreen arbeiten. Jetzt ist es aber manchmal so, dass zum Beispiel ich gerade irgendwie was gemacht habe. Ich müsste mein Inventar mal irgendwie leeren und zum Beispiel Mythos in der Zeit, ich sag jetzt mal, auf Toilette geht oder so. Als simples Beispiel. Dann stehen wir natürlich da rum, haben nichts zu tun, wenn ich da nicht gerade irgendwie was anderes mache, wie zum Beispiel Schneiden von anderen Videos und so. Aber wenn ich alles erledigt habe, kommt es schon mal dazu, dass wir dann so Sachen machen, wie zum Beispiel kurz Items wegbringen. Weshalb das manchmal auch anders aussieht dann immer später. Aber das dürfte eigentlich ziemlich klar sein. Und so kommt es halt eben dazu, dass wir manchmal, aber selten was offscreen machen. Aber generell versuchen wir sowas stark möglichst eben zu verhindern, dass wir was offscreen machen. Und das wäre eigentlich so jetzt der Hühnerschießstand, der so fertig wäre. Ich überlege, ob ich oben noch was einbaue, was überprüfen würde, ob die Hopper leer sind. Aber ich weiß nicht, ob das von dem Stuff her funktioniert. Da müsste ich mal gucken, ob das geht. Das geht sogar. Das heißt, wir könnten hier ein... Obwohl, dann müsste ich hier wieder ein bisschen im Zen-Garten. Das würde ich halt unbedingt verhindern, dass ich da... es ist nicht... Warte. Hier könnte ich doch das... Das Redstone könnte ich ein bisschen umverlegen. Dann könnte ich hier... einen Komparator dran machen, der noch mal ein anderes Redstone-Signal weitet. Wir haben ja oben hier noch so ein bisschen mehr Platz. Dann verlegen wir hier nämlich eine Redstone-Schaltung, die überprüft, ob hier noch was drin ist. Das könnten wir durchaus machen. So, und bauen das mal eben weg. Auch wurde ich schon mal gefragt, jo, kannst du mal so ein Video machen, wie du zeigst, wie das alles abläuft mit den Aufnahmen und so. Müsste ich mal gucken. Vor allen Dingen, weil ich die Leute dann halt fragen muss, ob das okay ist. Und da ist aber nichts wirklich, aber auch besonders dran. Die Leute denken dann so, boah, das muss bestimmt so voll organisiert abgehen. Oder es geht bestimmt voll krass ab bei euch, wenn ihr am Aufnehmen seid. Finde ich jetzt nicht so, ne? Aber ihr seht das vielleicht aus einer anderen Perspektive, als ich das aussehe, weil ich halt schon so ein bisschen... mehr Erfahrung habe. So, war da gerade Wolle? Grüner, ich hatte sogar noch grünen Teppich. Ja, ja.
So, ich habe ja so ein bisschen mehr Erfahrung in dem ganzen Gedöns, deswegen würde das für mich eventuell sich quasi ein bisschen anders anfühlen oder generell ist es halt bei mir dann was anderes, wenn ich zum Beispiel hier jetzt aufnehme, das ist für mich keine große Sache, Leute. Wie Kim Possible immer sagen würde. Kennt eigentlich noch jemand Kim Possible? Hat das irgendeiner von euch geschaut? Läuft das immer eigentlich noch? Weil ich meine, ich habe das jetzt gar nicht mehr so gesehen. Ich habe das früher viel geguckt. Ich hatte sogar, glaube ich, eine DVD davon. Die war mal in einem Mickey Mouse Magazin drin. Mickey Mouse Magazin hatte ich damals auch gelesen. War aber, glaube ich, eine der wenigen Sachen, die ich geguckt habe. Was mich besonders immer bei diesen Mickey Mouse Magazinen gefreut hatte, waren die Rätsel und besonders waren es die Bilderrätsel, so dieses logische, verknüpfte Denken. Das hat mich irgendwie immer so richtig fasziniert. Das hat auch immer richtig viel Spaß gemacht. Nur leider bin ich jetzt im Alter, da kann ich sowas nicht mehr bringen. Ne? Was würden die Leute von mir denken? Was ist das denn für ein Typ? Der schaut sich nach Mickey Mouse. Obwohl, gibt's das überhaupt? Weiß das einer? Ich glaube, das gibt's nicht mehr, oder? So, das ganze Gedöns, das ist jetzt alles oldschool. Mittlerweile macht man das über Facebook und alles, bestimmt. Ich bin ja da auch nicht mehr so jung, dem ganzen Gedöns so. So, und dann schaue ich jetzt mal. Nee. Sonst gibt's hier, glaube ich, nicht so viel. Hier müssen wir auf jeden Fall mal wieder so ein bisschen arbeiten. Werden wir eventuell wieder im Livestream machen. Das ist ja eher so eine Livestream-Arbeit. Und wir bräuchten nochmal Leder. Aber ich glaube, Leder haben wir genug an der Kuhfarm. Wenn nicht, dann müssten wir die nochmal so ein bisschen, wisst ihr Bescheid, Knöpfchen drücken. Und dann haben wir wieder Leder. Ich nehme auch nochmal was Redstone mit. So. Und dann gehen wir mal wieder zurück und bearbeiten das Ganze mal so ein bisschen. Wir machen es dann so. Ich überlege, ob diese eine Lampe, die da oben ist, dass die dann ausgeht, wenn kein Redstone vorhanden ist. Das wäre ja mal eine richtig geile Aktion. So, wir können ja hier das Redstone langlaufen lassen. Hier stopfen wir einfach einen Block drüber. Hier machen wir das hin. Und das da. Obwohl, dann kann das sowieso weg. Und das kommt dahin. Und hier machen wir ja zwei Repeater hin. Bauen wir hier mal so ein bisschen wieder ab. Wir müssten das dann auch verbinden. Ich muss halt gucken, wo dieser Redstone-Line jetzt hin soll. Ob ich jetzt sage, hier oben ist so ein kleines, so eine kleine Redstone-Lampe und daran erkennt man, dass der Teil nicht funktioniert oder dass der Teil eben aus ist. Müssen wir mal eben gucken, wo denn sowas hinpassen würde. Zum Beispiel hier so einfach so hinten in die Ecke. Da wäre es halt nicht so extrem auffällig. Dann machen wir das nämlich da eben hin. Kann man das von unten sehen? Ja, von da könnte man zum Beispiel gucken. Das wäre halt eher so für Mitarbeiter so ein kleines Zeichen, dass das Ding nicht gerade sehr befüllt ist, ne? So, dann müssen wir aber hier auch wieder einen Redstone-Verstärker langlaufen lassen, dass das nicht bepowert wird. Dann lassen wir hier eine Redstone-Line langlaufen, die bis da hinten durchgeht. So, müssten dann aber so und so machen. So, und das eventuell noch so ein bisschen verstärken. Das heißt, das machen wir dahin, das machen wir dahin, das dahin. So, das heißt, der Block kann sowieso wieder weg. Jetzt müssen wir nur noch eine Verbindung zwischen dem und dem hier hinbekommen. Eine solche, die eben von der Zeit her gleich ist. Da könnten wir eventuell hier ein Stein, dann hier ein Komparator und der würde dann einfach da lang laufen. Wenn ich mich nicht recht täuschen würde. So, dann leiten wir hier das Redstone-Signal weiter und lassen das bis hier hinlaufen. Dann geht der Strom nämlich komplett durch und es ist gar nicht die gleiche Repeater-Anzahl, ne? Ne, ist nicht die gleiche. Das ist natürlich richtig bitter. Hm. Dann müssen wir den zwei Repeater langstellen, damit das auch vom Timing her gleich ist wie das hier. Und dann dürfte das aber eigentlich passen. Jetzt wird erst, wenn da
da die Hühner drin, also die Eier drin sind, dann wird da angefangen, auch mal ein paar Eier zu produzieren. Aber das ist, glaube ich, kein Problem. Dann können wir das jetzt hier mal schließen. Dann haben wir nämlich dieses Projekt komplett abgeschlossen und sind da eigentlich, was das angeht, fertig. Ich werde das nicht machen mit hier unten. Wie ich schon erklärt habe, gibt es halt da so einzelne Probleme, weil dann auch die Items von den Hühnern dann ja runterfliegen würde. Ich lasse es aber mal drin für eventuell spätere Ideen. Und da oben mache ich jetzt eben dieses Redstone, also quasi dieses Leuchten rein. Dann mache ich hier aber auch eine kleine Redstone-Lampe. Da haue ich jetzt einfach hier eine Redstone-Torch in die Ecke und darunter die Redstone-Lampe. Dann leuchtet das und das ist halt aus, wenn nicht genug Hühnereier drin sind. So, dann müssen wir jetzt das ganze Zeug mal wieder zurückbringen. Die Hühner droppen sogar Eier. Ja! Kommt ein Huhn raus? Nö. Schade. Hätte ich sowieso gekillt. Ich hole mir nur... Ah, ich habe sogar noch Fichtenholz im Inventar, weil... Dann mache ich mir eben kurz ein Crafting-Table und noch eine kleine Tür, die da reinkommt. Wo können wir denn so einen kleinen Crafting-Table mal einfügen? Der dafür... Das wäre doch mal ein cooler... Nein, meine Hühner. Oh Gott, da war eine Redstone-Torch dran. Da war eine Redstone-Torch dran, Leute. Hier dran. Ah, nein, die ganzen Hühner, sie sterben. Arme Hühner. Ah, Moment mal. Die droppen ja gar keine Items. Die droppen keine Items. Die droppen keine Items, weil die noch klein sind. Das ist natürlich... das ändert jetzt die Situation schon so ein bisschen komplett, ne? Weil dann würde ich nämlich sagen, bauen wir dafür was ein. Gut, dann wissen wir, was wir jetzt auf jeden Fall in dieser Episode noch machen werden. Wir bauen so eine kleine Verbindung von dem Punkt hier. Bis, ich würde sagen, machen wir in die Mitte so ein kleines Löchlein, wo dann eben dieses Redstone-Signal hingeleitet wird. Und ich hoffe, mich wird jetzt hier nichts umbringen. So, wir müssen einfach nur... So. So, dann kommt hier so eine kleine Redstone-Verbindung. Und dann suchen wir jetzt eben die güldene Mitte. Okay, das müsste hier irgendwo sein. Denn hier... Ja, das ist die goldene Mitte hier. Guten Tag. Dann machen wir hier das dahin und das dahin. Dann kommt jetzt hier nämlich eine Redstone-Lampe rein. Hier der Bruchstein. Hier das. Und ein wenig Redstone. Das geht eigentlich von da aus, ne? Komplett durch. Das ginge. So. Habe ich da irgendwas abgebaut, was wichtig sein könnte? Ich glaube schon. Machen wir einfach eine Redstone-Torch hin. Dann kommt hier einmal das wieder hin und wo ist es? Da. So, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Jetzt müsste jedes Mal, genau, das wird dann einfach, geht dann quasi an, wenn ein Huhn es durchgeschafft hat. Das ist nice. Dann wissen wir das auf jeden Fall. Dann haben wir das erledigt, auch wenn die Wolle spackt da gerade richtig. Aber... Ich glaube nicht, dass es wirklich passieren kann, dass man so schießt, dass da ein Pfeil drin landet. Die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering. Sie ist gering, aber nicht unmöglich. So, und dann kann man das damit aktivieren und deaktivieren. Und dann ist das doch eigentlich schon ziemlich knorke. Ich überlege, ob ich hier noch hinter eine Redstone-Lampe hinzufüge. Einfach nur, damit es mal ein bisschen heller ist und so. Dann passt das nämlich auch so dazu. So. Dann, wie lange haben wir jetzt schon die Episode am Laufen? Oh, schon so ein bisschen. Dann bringe ich jetzt die gesamten Items zurück ins Lager. Dass wir mal wieder so ein bisschen Zeug sortiert bekommen. Und dann überlege ich sogar, dass wir in den jetzt kommenden Episoden mit dem Zen-Garten anfangen. Weil den habe ich so, ich würde nicht sagen aufgeschoben, aber da haben wir lange nicht mehr dran gearbeitet.
Müssen wir mal gucken, dass wir das mal so langsam in den Schwung reinbringen. Ich werde da sehr viel mit Leaves arbeiten und mit Eichenholz, dass es so ein richtig spiritueller Ort sein wird. Richtig schön und so. Und mit Glowstone etc. Deswegen werden wir jetzt noch den Rest der Episode hier so ein bisschen drin verbringen, sag ich mal. Wir haben sehr viel Eisen. Ah, da ist die erste Schere schon kaputt. Instant kaputt. Wir haben erstmal seit 3 Sekunden angefangen und schon ist die Schere kaputt. Das ist natürlich schon ziemlich Premium. So, dann müssen wir mal gucken. Haben wir denn noch genug Eisen für wenigstens eine Schere? Das wäre ja wohl das Mindeste, was wir hier so haben könnten. Bestimmt ist Eisen hier drin. Weil das Eisen ja dann vorgefangen werden musste. Okay, dann eben nicht. Aber bestimmt ist hier irgendwo Eisen drin. Wir haben echt gar kein Eisen mehr. Als ob, aber wir haben hier eine Schere. Das ist natürlich super. Vielleicht ist auch die Verbindung der Eisenfarm irgendwie kaputt. Können wir mal nachgucken. Wenn da kein Eisen kommt, ist schon verwunderlich. Weil sonst haben wir immer Eisen gehabt. Ich guck mal eben, ob da alles Klärchen ist. Der Eingang müsste hier sein. Nicht ganz. Der Eingang war doch irgendwo anders. So. Machen wir das hier mal wieder zu. Oder war der Eingang hier? Ich will halt nicht irgendwie falsch buddeln, ne? Oh, das sieht sowas von falsch aus. Wir haben auch nie so einen offiziellen Eingang gehabt, ne? In die Eisenfarben. Hier nur so spartanisch und so alles immer gemacht. Wir haben echt keinen Eingang, als ob. Wir haben halt nur diesen Weg hier, aber sonst. Das wäre vielleicht mal eine Sache, um die wir uns kümmern müssen, so ein Weg. Wie können wir denn jetzt da rein? Wenn ich das mal wüsste, wo so ein Weg ist, ne? Hier sieht man, glaube ich, nicht so viel. Gucken wir mal. Da ist eine Fackel. Heißt das was? Nö, nicht wirklich, glaube ich. Gucken wir mal hier so. Nö. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht definitiv besser aus. Das sieht eher nach so einer Eisenfarm aus. So. Dann gucken wir jetzt mal eben. Man hört sogar die Kühe wieder im Hintergrund. Hier sieht es soweit aus, als ob da eigentlich alles ankommen würde. Das darf ich nicht abbauen. So, das Wasser fließt in die richtige Richtung. Also ich glaube, da kommt schon was an. Es sind halt nur nicht momentan so viele Eisengolems da. Ja, das nehme ich mal so eben an. So, dann können wir mal wieder hier zurück. Ich überlege, ob ich hier den Punkt offen lasse, dass wir mal einen Eingang haben, weil bis jetzt hatten wir nicht wirklich einen Eingang zu dem ganzen Gedöns. Gucken wir, wird ja mal so eins. Aber wir wollen ja keinen Eingang. Ich lasse es mal zu. Wir können uns ja später nochmal drum kümmern. Dann würde ich sagen, schaue ich jetzt erstmal nochmal bei den Kühen vorbei und dann machen wir die Episode jetzt mal. Schluss ist ein bisschen. In der Episode haben wir nicht sehr viel erreicht. Bin ich relativ unzufrieden. Aber so ein paar Sachen haben wir auf jeden Fall wieder geplant. Planen ist wichtig, Leute. Sage ich immer wieder. Ich glaube, ich nenne diese Folge verplant. Einfach verplant. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich heute. Und ich habe auch keinen Weizen. Warum habe ich keinen Weizen? Habe ich das alles an die Schafe verfüttert oder was? Wie kann ich das wagen? So. Dann gehen wir einfach mal durch. Ich müsste nochmal so eine random Stuff-Episode machen. Die mache ich übrigens, aber so ein FAQ in dieser Form mache ich nicht mehr. Weil ich da relativ. Also für meine Verhältnisse. Ich habe ja sonst irgendwie gar kein Dislike oder ein Dislike von irgendwelchen Leuten, die in der SG-Runde neidisch auf mich waren, als ich es hier weggeflankt habe. Sonst habe ich halt nie ein Dislike, aber 7 Dislikes heißt für mich schon was. Und das heißt halt, und das war mir die Arbeit definitiv nicht wert, weil das Video an sich, muss man sich vorstellen, das war vierfach so viel Arbeit wie die Zeit. Plus, muss man bedenken, das war vorgespult. Das Rennen dauerte 3,5 Stunden plus das Reden, also fünffache Arbeit eigentlich. Und dann erwarte ich halt schon so ein bisschen, boah, Respekt und so, ne? Weil man, wie gesagt, dieses Hintergrundgedöns, das wissen halt die wenigsten. Und deswegen finde ich zum Beispiel so eine Arbeit so im Hintergrund gar nicht schlecht.
Aber ich muss halt mal gucken, wie ich das alles mache und wie ich das alles machen würde, falls ich sowas mal machen werde. Ich will mich da jetzt auch nicht großartig irgendwie festlegen und sagen, yo, hier, das wird auf jeden Fall kommen. Weil, wenn ich etwas sage, dann will ich das auch machen und nicht so einer. Ich bin nicht so einer, der sagt, yo, ich mach das und dann macht er es nicht. Weil zum Beispiel habe ich damals auch gesagt, muss ich mal gucken, wie das mit den Zuschauern, dass ich die einlade. Da weiß ich auch heute noch nicht, wie ich das machen soll. Weil es ist halt ultra schwer, sowas dann zu regeln. Und deswegen habe ich auch nicht direkt gesagt, yo, ich mache das hundertprozentig. Ich habe gesagt, ich werde das eventuell machen. Ich muss nur gucken, wie es geht. So, auf jeden Fall zu diesem Thema. Dann werden wir am Sonntag wieder Holz farmen. Ja, unsere Lieblingsbeschäftigung. Hoffen, dass eventuell dann wieder ein bisschen Eisen am Start ist, dass wir hier mit den Scherchen ein bisschen arbeiten können. Und dann werde ich dann nach in der Episode, die wir am Samstag aufnehmen, werde ich dann vermutlich schon anfangen, im Zen-Garten zu arbeiten. Und dann das ist dann quasi der Montag und Mittwoch. Und im Stream werden wir Sortiermaschine arbeiten. Dann habe ich das schon mal geplant. Boah, perfekt, ne? Also die Planung, muss ich schon sagen, ist bei mir 1A. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wie immer, Fragen, einfach FAQ irgendwo im Satz letztlich schreiben. Bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Und sage tschö, bis dann und man sieht sich.